Recht herzlich willkommen zur 35. Folge von Factorio. So, dann sind wir am Ziegelsteine suchen. Gehen die hier rein? Ja, zwei sind schon da. Ich glaube, achte waren es, die wir brauchen. Kam gerade noch einer. Sind schon vier, fünf, sechs, sieben und da oben ist der achte. Oh, dann bleiben wir gerade hier mal stehen. Geht ja flott eigentlich. Das war ja ein 6, ne? Ne, schon 7. Und 8. So, dann habe ich alles, was ich brauche. Und dann wollte ich einen Ofen bauen, ne? Einen erweiterten, oder wie war das? Wo war der denn jetzt? Ne, hier rechts, ne? Ne, doch nicht. Wo ist denn der? Das ist er? Nee. Das ist er. 10 Ziegelsteine, wie komme ich denn auf 8? Naja, ist egal, die 2 haben wir jetzt auch gleich noch. Auf jeden Fall sind wir schon reichlich, sind wir schon 15, ne? Den wollte ich hier hinstellen, ne? Oder? Da oben. Müssen wir gerade erstmal gucken. Ja, der wird da hingehen. Da oder da? Bauen wir dahin. Und der braucht Benzin, Brennstoff also, und den. Und warte, was ist das hier für eine? Feuert der Greifarm? Nee, Greifarm. Wieso kriegt er nichts? Ach, weil das da auf der anderen Seite ist, oder wie? Dann kommt da keine Kohle mehr rüber, oder was? Gut. Kohle liegt nur auf der einen Seite. Sehr interessant. Wie kriege ich das hin, dass der von der anderen Seite nimmt? Die nehmen doch alle davon, oder nicht? Ah, falsch rum. So rum. Jetzt ist er richtig. Und da geht's auch schon. So, und was macht er jetzt? Nix. Was sollte der denn machen? Das ist die Frage. Kupferplatten können nicht geschmolzen werden, okay. Aber die können geschmolzen werden. Was ist der Unterschied hier zwischen dem und dem? Habe ich da was verpasst? Nee, ne? Hm. Okay, Verteidigungstechnik 2 erforscht. Ich erforsche einfach mal jetzt die Zugsignale. Einfach um was zu haben, aber was haben wir denn jetzt hier? Jetzt kann ich den Hochofen bauen. Und die stehen hier schon, also das war jetzt irgendwie nicht der Bringer. Herstellgeschwindigkeit 2 und der dann 1, ne? Alles klar, da hat sich das auch erledigt, das war jetzt nichts Wichtiges. Ja, gut. Okay, sind wir wieder schlauer. Forschung. Forschung schon wieder Ende. Ach so, wir müssen auch was forschen, ne? Habe ich das nicht gemacht hier? Ach so, da muss ich hier unten noch draufklicken. Haben wir alles. Forschen wir. Aber grüne Tränke sind überhaupt nicht da, oder wie sehe ich das? Rote sind dort auch Mangelware. Kupferplatten fehlen. Daran soll es nicht liegen, ne? Wir haben auch noch 80 Getränke da.
Ach so. Dahin, dahin, fast. Und die Grünen. Die Grünen werden woanders produziert, aber auch nicht hier. Ach so. Auf den Bändern sind Tausende oder Hunderte von Robotern. Knickarmroboter. Das war ein grüner? Ne. Wo ist denn der grüne her? Oben? Ne, wo werden denn die grünen Tränke hergestellt? Ach so, die haben wir bestimmt umgestellt, ne? Guck mal, was wir da anders machen können. Knickarmroboter und Bänder. Bänder haben wir hier, also geht's wieder. Gut, läuft. Erstmal. Erstmal läuft's. Rote Getränke sind genug da. Die Grünen fehlen halt. Gut. Was war hier im Angebot? Roboter. Tendenziell neige ich dazu, keine Roboter mehr da zu machen, sondern jetzt die zu machen. Und hier Solarpanels. So, hier einmal hin. Na, ein Solarpanel noch dazu. Wir brauchen 50. Ist ein bisschen wenig, ne? Entschuldigung. Kupfer brauchen wir ohne Ende. Der kann da nichts raufschieben, weil hier lauter Knickarmroboter drauf sind wahrscheinlich, ne? Aber die werden ja jetzt gerade weniger. So, da wird produziert. Da wird das auch produziert. Da die Solarpanels, die sollten auch bleiben. Rote Tränke, Platinen. Gut. Ja, laufen ja schon vier. Ist also so alles prima. Was hat man hier oben? Schnelle Fließbänder können nicht produziert werden, weil keine Fließbänder da sind. Aber ich glaube, wir produzieren zurzeit auch besser und langsamer, weil wir die mehr brauchen. So, da kommen sie auch wieder dann. Gut. Platinen können da hergestellt werden, Kupferplatten hier, aber es ist kein Kupfer zum Schmelzen bereit. Weil er nichts ablegen kann zurzeit wahrscheinlich, ne? Vielleicht geht das ja irgendwann dazwischen. Ja, da war gerade einer. Gut, dann gibt es auch gleich wieder Kupfer. Was machen die hier? Ja, ganz kurz sieht man, dass eine Eisenplatte gemacht wird, ne? Welche? Ah, ich glaube, dieser Ofen macht Kupfer. Ne, der macht Stahl. Wo kriege ich denn jetzt hier Kupfer her? Warte mal, hier unten wird der Kupferdraht irgendwo gemacht, ne? Da, okay, den haben wir auch dabei gegeben. Gehen die da noch rein? Ja, aber wir brauchen Kupferplatten so oder so, ne? Eisen ist okay. Wird produziert. Läuft auf beiden Seiten. Was war das hier? Ach, das sind intelligente, sag schon. Ja, intelligenter Knickarmroboter. Hier tut sich nichts. Wo geht das überhaupt hin? Ach so, zu unserer Elektroanlage. Tja. Läuft auf jeden Fall, ne? Aber es ist wohl nicht so viel verlangt. Läuft und läuft. Ach, guck mal hier, Solarpanels ohne Ende. Kann man nicht drauf gehen. Ja, gut. Wasser. Eisen.
Eisen läuft nicht mehr überall. So, jetzt läuft das da auch wieder. Und der ist schon über. Das bedeutet gerade so ein bisschen, ne? Dass das da nicht mehr funktioniert. Wir haben hier eine Eisenbahnstrecke. Und da unten haben wir noch eine eine Schienengleis. So kommt's. Ist das richtig? Ja, wird einen Anschluss geben. Hätten wir die Möglichkeit, was zu bauen, ja, aber da fehlen uns Eisenstangen für. Interessant. Eisenstangen gibt es hier jetzt nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Da gibt's sie. Gut, da müssen wir ein paar Eisenstangen produzieren. Werden die hier gemacht? Ja, müssen wir nochmal gucken. Eisenstange wird mit einer Eisenplatte gemacht. Aber wo? Das ist die Frage. Hier ist gerade keine Eisenplatte da. Aber ich brauche Eisenplatten gerade. Kann ich das hier aussuchen zum Beispiel? Ja. Ich produziere jetzt Eisenstangen hier gerade erstmal. Und die werden wir dann hier aussortieren müssen. Steine machen wir nicht mehr, da machen wir jetzt Eisenstangen rein. Ich glaube, Steine sind auch gar nicht mehr da, weil wir keine mehr haben. Passt also. Forschung ist gleich durch, das ist auch schön. Dann haben wir Greifarm-Stapelgrößenbonus, okay. Okay, können mehr zu gleicher Zeit bewältigen. Ja. Was machen wir jetzt? Militär 2, oder was? Das brauchen wir doch. Panzerbrechende Munition ist doch gefragt. Na genau, dann sind wir hier richtig. Das, okay. So, da ist unsere Forschung auch geklärt, ne? Was mussten wir da haben? Rote und grüne oder was? Genau so ist es. Gut, läuft. Dann müssen wir nur die Produktion umstellen. War die hier? Nee, da haben wir noch was anderes dran. Und die haben wir irgendwann eingestellt, ne? Die haben wir was anderes gemacht. Ja, die müssen aber gemacht werden hier, die Solarpanels. Da fehlen uns die Elektroteile. Und die wurden wiederum hier gemacht, ne? Dann machen wir jetzt aber gerade Eisenstangen. Ja, da ist der Kupferdraht, der muss auch bleiben. Ja, dann ändern wir das hier mal. Die Elektroteile wieder. Gut, läuft. Haben wir hier in der Kiste jetzt was drin? Oh, da sind aber viele, ne? Läuft, brauchen wir nicht. Oh, ganz viele. Okay. Und da ist die Forschung fertig und das heißt, wir können andere Munition machen. Gut. Das ist die Frage. Ich glaube, da
Haben wir drei, ne? Hier unten war das auch noch eine. Ja. Das heißt, wir machen da was anderes, wenn es geht. Gut. Und hier nehmen wir die raus und nehmen die rein. Gut, einmal nochmal reingeguckt. Die nehmen wir mit. Ja, die laufen wie ein Dittchen, ne? Gut. Jetzt wollen wir hier gucken, dass wir dort das Transportmittel weiterkriegen. Hat geklappt. Da ist nicht richtig, oder? Jetzt ist es wohl. Müssen wir mehr machen. Läuft. Nochmal. Da fehlen auch noch welche. Okay, ich glaube, wir müssen noch mehr machen. So, dann fehlen uns die Stangen. Okay. Kurz geschaut, ja, okay, da fehlen noch reichlich wahrscheinlich. Kriegen wir aber auch noch fertig. Gut. Das hat alles bis jetzt geklappt. Wir brauchen noch mehr Stangen. Forschung. Wie weit ist die fortgeschritten? Ach, ich habe keine Forschung angeschmissen. Schade, ne? Ja, komm. Forschen wir erstmal die Strommasten. So, Gleise gehen wieder. 30 haben wir. Warte mal, da fehlt was anderes dann, oder? Jo. Stahlträger fehlen dafür. Haben wir die da auch noch drin? Ja. Da. Gut, die werden produziert. Na, guck mal, da war die Schiene auch noch. Die muss hier noch weiter hochgeführt werden, aber später. So, Stromnetz läuft. Okay, da ist unser Ziel. Geht. So. Könnte sein, dass die Kurve jetzt nicht mehr passt. Oh, Glück gehabt. Oder? Nee, war einer zu viel, aber ist nicht schlimm. Wir haben ihn weggebaut und dann ging es. Jetzt müssen wir nur gucken, ob hier hinten alles heile ist. Und dann haben wir schon eine Zugstrecke, die wieder funktioniert. Okay. Können wir noch welche machen? Ja.
Reicht das oder ist noch eine Lücke? Ist noch eine Lücke. Da ist eine Verteidigungsanlage. Ich will jetzt aber auch gar nicht mehr so viel machen. Das habe ich nachher zu viel gemacht. Das muss ja auch nicht sein. Eins, zwei, drei, brauchen wir vier. Okay. Dreimal noch. Das war's. Man könnte sein, dass es auch reichte. Gut. Dann mal zurück. Gebaut haben wir die Strecke, das ist cool. Wir hoffen, dass jetzt keiner gerade kommt und uns angreift. Hier ist nämlich auch Nacht. Ja, ganz schön langes Ende, ne? Gut. So, die Bahnstrecke ist auf jeden Fall erledigt. Erstmal. Zwar jetzt nur eine, aber soll mal funktionieren. Unsere Forschung geht auch voran. Kann ich da jetzt gar nicht sehen. Muss ich da? Das waren auch so die Strommasten, genau. Die machen wir noch. Ja, und dann schauen wir weiter, ne? Gut, aber ich würde jetzt erstmal sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.